Soll ich Ihnen helfen mit der Rolltreppe? Geht's denn hin? Moment bitte. Nach Moskau. Mit der Bahn? Na klar. Junge! Ich liebe diese Dinger. Hä? Ohne Scheiß, ich finde die nur geil. Hast du eigentlich schon mit Mutti gesprochen? Das sind zwar alles Anabolika-Hühnchen, aber Mann, Mann, Mann. Hast du schon mit Mutti gesprochen? Von dem brauchen wir auch welche. Okay. So. 5600. Hallo, ist meine Beerdigung? Ich sterbe? Aber unbedingt die von Burger King. Auf keinen Fall KFC. Okay. Die hauen nur Scheiße da rein. Die ballern die Viecher ohne Ende voll, die am Ende gar nicht mehr nach Hühnchen schmecken. Die müssen ein Hühnchenaroma da reinmachen. Danke, Scheiße. 15, 3, 61, da. Wieso bist du nicht rangegangen? Wo bist du denn jetzt? Ja, der Zug ist sowieso weg. Ihre nächsten Anschlüsse ICE 374 nach Berlin-Ostbahnhof über Hanau. Abfahrt 9:13 Uhr von Gleis 8. Direkt gegenüber.
NB 24 7 26 nach Königstein-Taunus über Kelkheim. Abfahrt 9.17 Uhr von Gleis 23 und IC 22 71 nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Heidelberg. Abfahrt 9.20 Uhr von Gleis 13. Your next connections, ICE 374 to Berlin-Ostbahn via Hanau. Departure 9.13 from platform 8, directly opposite HLB 24.7. Mann, wieso bist du nicht rangegangen? Wo bist du jetzt? Ja, super. Und jetzt was? Ja, wo bist du denn? Was ist denn los? Da habe ich jetzt echt keine Lust zu. Haben wir dann alles? Ich denke ja. Ja, also dann. Hey! Gute Fahrt. Gute Wahl. Die hatte ich früher auch immer, als ich noch. Ach, wirklich? Du kannst aber echt nur die von Burger King nehmen. Ja, zum Beispiel die von Kentucky Fried Chicken. Die werden so schnell dermaßen derbe hochgemästet und mit Hormonen vollgepumpt, dass sie am Ende überhaupt nicht mehr nach Hühnchen schmecken. Die kriegen dann im Nachhinein wirklich noch Hühnchenaroma zugeführt. Richtig ekelhaft. Thank you.
bis Mittag kommt vorbei, Alter. Ich schwöre, ich koche den Eier so hart. Scheiß Pisser, das Hundesöhne, ey. Du hast was im Ohr. Du hast was im Ohr. Das? Hm? Das ist ein Piercing. Nein. Hab mich einfach versetzt. Die Hundesöhne Mannheims wollten heute das Video drehen. Mein Video nicht gekommen. Toll. Und jetzt? Wartest du auch? Fickt der gut? Was? Fickt der gut? Sorry. Viel Spaß mit deiner Mutter. Entschuldigung. Ja. Kannst du mir ganz kurz aushelfen? Kannst du mir vielleicht einen 10-Euro-Schein wechseln? Der Automat nimmt keine Scheine an, der hat nur so Münzausgaben. Ach so, okay. Kannst du mir auch einen Fünfer geben? Und ich brauche nur einen Euro. Okay, ja, quasi. Ich schau mal nach. Ja, warte mal, ich. Ich glaube, das ist ja gerade Oh, Scheiße. Okay, kannst du das mal halten, bitte? Oh, Scheiße. Typen gesehen, der hat mir gerade mein Portemonnaie geklaut. Ach was, echt? Nee, kein Scheiß, das ist wirklich krass einfach hier. Hast du irgendwie jemanden gesehen, der irgendwie gerannt ist in die Richtung oder so? Nee, wird nicht, nee. Nee? Nee. Oh, das gibt's einfach nicht. Danke. Ich mag deine Augen. Willst du einen Kaugummi? Nina, ja? Ja. Hey. Hi. Alles gut, ja? Ja. Ja. Bei dir? Ja. Cool. Ja. Ja, voll schön, dass es geklappt hat, ja. Auf jeden Fall. Ja. ja, willst du was trinken gehen oder was am... Hunger habe ich jetzt nicht, aber was trinken? Ja? Ja. Kennst du hier irgendwas? Warte, ich bin noch mein Fahrrad. Okay.
lass uns daraus gehen. Mir ist gerade mein Portemonnaie geklaut worden, unten in der S-Bahn. Also, ich bin in die S-Bahn hoch und dann war da so ein Typ, ein bisschen dicker. Und ich habe überlegt, könnten Sie den vielleicht einfach ausrufen? Nee, das geht nicht. Wie? Geht die Polizei am besten. Ja, aber ich bin durch den ganzen Hauptbahnhof schon gerannt und ich habe weder den Sicherheitsbeamten noch den Typen gefunden. Entschuldigung, ich habe. Und ich bin durch den ganzen Hauptbahnhof gerannt und ich habe den gesucht und ich hab auch keinen Sicherheitsbeamten gefunden. Ja, das ist, ja, aber ich habe noch nie. Okay. Gut, okay. Können Sie mich mal filmen? Wie bitte? Können Sie mich mal filmen? Was? Können Sie mich mal filmen? Nein. Bitte, es dauert wirklich nicht lange. Ich habe Nein gesagt. Aber Sie sind der Einzige hier, der mit der Kamera so ein bisschen rumfahren könnte. Kamera rumfahren? Ja. Können Sie sich mich denn überhaupt leisten? Ich schreibe Sie in die Credits. Aha. Bitte. Ja, okay. Also, das hier ist sozusagen der Kitzler von dem Ding. Da drücken Sie einmal drauf. Ja. Ja, ich guck mal, ob ich das hinkriege. Ich müsste aber eigentlich schon gehen, weil... Also, ich habe halt nur eine Hand frei, ne? Ich fahre dann im Kreis. Geil. Ne? Super. Okay. Ist klar. Hier. Und 3, 2, 1. Frankfurt am Main, meine Opfer-City. Opfer, 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 Opfer. Deine Eltern sind Geschwister oder Mutanten. Du hast 3 Väter und 88 Tanten. Du bist ein Lauch, nennt sich ein Chabo. Bis 2580 geht dein Opfer-Abo. Dann chillst du vor der EZB mit einem Raucher-C oder beim Denkmal von Schiller. Hast Zahnlücken so groß wie ein weites, weites Feld. Und guck mal, da noch ein Opfer. Der Mustafa fährt Taxi, der Frank steht auf der Deutschen Bank. Samir geht zum Flughafen, Selma geht anschaffen. Komm, Frank, zeig mir deinen lila Schein. Und ich sag nicht nein, sondern ja. Der Benz da, der bremst ja. Der Benz, der bremst auch für dich. Und der Babu gibt mir einen guten Nachtkuss auf meinen Gött. Warte noch ab 1, 2 Jahren, denn dann bin ich ein Star. Ich hier und du da, ich rappe mit Haffi und Rata. Alles verstummt, wenn die Diva kommt, alle Aufmerksamkeit auf mich. Merkt ihr dieses Gesicht, denn hier fickt die Diva. Doppel D, Doppel D, Doppel das, Doppel wer, Doppel denkt dran. Besser von Freunden geleckt, als von Feinden gefickt. Komm hierher und ich steck ihn dir mitten ins Gesicht. Meinen Intellectus Maximus und Passanten schreien. Ich bin Zeuge, hier wird gelutscht. Es ist nicht ungefährlich, deinen Arsch hier zu öffnen. Scheiße, hau ab, denn dein Schicksal wird dich ficken. Und zwar Moment, stopp. Ich kann es nicht filmen. Das ist wirklich das vulgärste und ordinärste, die letzte Scheiße, die ich je gehört habe. Gucken Sie mir an, Sie sehen aus wie eine Nutte und was Sie machen, ist wirklich schlecht. Wir hören jetzt hier auf. Hunderte Arschfotze. Hallo Mama. Danke, Mama.
Bist du müde? Ja. Kannst nicht schlafen, oder? Ich war noch mit meinem Bruder unterwegs. Ist der älter oder jünger? Was? Ist der älter oder jünger? Jünger. Cool. Warst du schon mal auf einer Beerdigung? Warst du schon mal auf einer Beerdigung? Öfters, ja. Ich war einmal. Da war ich 8. 9, 8. Da ist meine Oma gestorben. Ich weiß nur, dass ich mich die ganze Zeit beobachtet habe dabei, wie ich leide. Dass dann eine Frau zu mir kam und meinte, ich sehe aus wie meine Großmutter. Und ich habe so getan, als wäre ich ganz traurig, weil ich ihr Mitleid wollte. Aber ich habe mich gefreut. Ich würde dich jetzt gern küssen. Weißt du, was eine Teerdampfwalze ist? Teerdampfwalze. Ich würde dich jetzt gerne in kochend heißes Teer versenken, das Ganze schön umrühren und den Teerklumpenbrei von meiner Haustür auskippen. Da du so fett bist, reicht das Ganze sogar für den ganzen Straßenbelag. Da fahre ich dann mit einer Walze drüber, vor und zurück, vor und zurück. Sorry gesagt. Sorry. Mein Bruder stirbt an Krebs. Und dein Bruder stirbt an Krebs. Unglaublich. Bin ich jetzt auch noch verantwortlich für alle Krebskranken hier, oder was? Oder was? So unverschämt. Unverschämt trifft es nicht mal. Ja, unverschämt ist noch viel zu gelinde gesagt. Du bist wirklich so richtig. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Du hast mir die Brieftasche doch praktisch in die Hand gedrückt. Sie haben mir die Brieftasche in die Hand gedrückt. Praktisch in die Hand gedrückt. Wahnsinn, wie dreist du eigentlich bist. Ich bin wirklich einfach weggegangen, ohne nachzudenken. Ja, gib mir mein Portemonnaie wieder. Jetzt.
mehr Geld leihen? Sie haben die Brieftasche doch jetzt wieder. Mein Bruder, der will unbedingt 500 Chicken Wings aus seiner Beerdigung. Und der will unbedingt die von Burger King. Weil die von KFC, die sind gespritzt und die sind nachträglich mit Hühnchenaroma versetzt. Die schmecken nach gar nichts mehr. Was? Verstehen Sie das? Wenn Sie mir nur 100 Euro geben, dann hätte ich fast 200 Chicken Wings.